Also zunächst einmal, ich habe den Titel des Vortrags ein bisschen geändert. Der heißt jetzt Hanns Eisler und die europäisch-deutsche Exilkolonie im Hollywood der 40er Jahre. Mit Anmerkungen zu den Einflüssen von Filmmusik und Filmmusiktheorie von Eisler und Adorno auf amerikanische Komponisten. Und beginnen möchte ich mit einem Ausschnitt eines Gedichtes von Bertolt Brecht. Einige von euch kennen dieses Gedicht, weil ich es auch mal vertont habe. Immer fand ich den Namen falsch, den man uns gab. Emigranten, das heißt doch Auswanderer. Aber wir wanderten doch nicht aus nach freiem Entschluss, wählend ein anderes Land. Wanderten wir doch auch nicht ein in ein Land, dort zu bleiben, womöglich für immer, sondern wir flohen. Vertriebene sind wir, Verbannte. Und kein Heim, ein Exil soll das Land sein, das uns da aufnahm. Es geht noch weiter, aber das ist die Grundaussage. Unmittelbar nach der Machtübergabe an die Nazis 1933 begann der große Exodus von deutschen Künstlerinnen und Künstlern, von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, politisch und rassisch Verfolgten. Wer es nicht schaffte, kam in die rasch errichteten KZs oder ins Gefängnis und wurde Opfer von Pogromen. Viele blieben dennoch überzeugt davon, dass das Volk der Dichter und Denker sich doch nicht von denen unterwerfen ließe. Es wurde aber zum Volk der Richter und Henker, wie wir wissen. Und der Mythos vom tausendjährigen Reich erfüllte sich im subjektiven Erleben der Verfolgten, aber in den letzten Kriegsjahren auch für die meisten Deutschen. Die 12 Jahre Nazi-Herrschaft dehnten sich zu gefühlten 1000. Brecht ist in Dänemark. Er arbeitet von dort aus für Paris, London, Amsterdam, Kopenhagen, New York, auch mit Eisler. Und er geht rechtzeitig nach Schweden. Dann geht er nach Finnland. Nimmt wiederum gerade noch rechtzeitig vor dem Nazi-Überfall den Weg quer über die Sowjetunion nach Wladiwostok. Wählt wie Eisler aus sehr guten Gründen nicht die stalinistische SU als Zufluchtsort. Sie wissen, wie viele seiner Freunde und Genossen von den Stalinisten umgebracht wurden. Im stalinistischen Lagern und auch an den Todeskommandos kamen mehr deutsche Kommunisten um als unter Hitler. Das muss man sich einfach mal klar machen. Also, Brecht bekommt buchstäblich das letzte Frachtschiff, das in die USA von Wladiwostok ausgeht. Quer über den Pazifik. Ein sehr anrührender Text Brechts beschreibt diesen Weg als den seines Wegbegleiters, des kleinen Radioapparats. Eisler vertont das ebenso schlicht und anrührend in seinem großen und doch fragmentarischen Hollywooder Liederbuch. Er hat 1942, 43 50 Werke geschrieben in diesem Liederbuch mit Texten aus 2500 Jahren Menschheitsgeschichte. Der Text an den kleinen Radioapparat, ich lese ihn vor und dann hören wir das Lied. Du kleiner Kasten, den ich flüchtend trug, dass seine Lampen mir auch nicht zerbrächen, besorgt vom Haus zum Schiff, vom Schiff zum Zug, dass meine Feinde weiter zu mir sprächen. An meinem Lager und zu meiner Pein, der letzten Nachts, der ersten in der Früh, von ihren Siegen, und von meiner Mühe versprich mir, nicht auf einmal stumm zu sein. Auch wenn das Radio nur von den Nazisiegen berichtet, es ist das Kommunikationsmittel, das man über die Kurzwellen damals eben auch weltweit hören konnte. Jetzt hören wir das Lied, interpretiert von Matthias Görne, 1. Eisler ist, solange es geht, in Wien, in Prag, er schreibt Filmmusiken in Paris und London, er arbeitet mit Brecht in Dänemark, ist 1935 zum ersten Mal in den USA, arbeitet auch künstlerisch für eine Volksfront gegen die faschistischen Bewegungen in Europa. Die zweite USA-Reise kommt, dann 1937 Spanien mit Musik für die internationalen Brigaden im Bürgerkrieg. 1938 wieder New York, und zwar mit Lehre an der New School for Social Research. 1939 Verweigerung der Einwanderungsvisa für ihn und seine Frau Lou und Asyl in Mexiko. Zurück in New York und die Rockefeller Stiftung ermöglicht 1940 Eisler und Adorno die Arbeit am Filmmusikprojekt.
aus dem das bis heute aktuelle Buch Komposition für den Film hervorgeht. Außerdem entstehen exemplarische experimentelle Kompositionen von Eisler. Erneute Flucht nach Mexiko, also zweimal Flucht aus den USA nach Mexiko vor der Einwanderungsbehörde. Mit Unterstützung auch durch Eleanor Roosevelt, der Präsidentengattin, endlich ein reguläres Einwanderungsvisum. Also sie hat mit dafür gesorgt, dass die Eislers bleiben können, Eleanor Roosevelt. 1941 dann die Arbeiten erstmal in New York primär, dann 1942 Übersiedlung nach L.A., Kalifornien, Hollywood. Und wieder enge Arbeitsgemeinschaft mit Brecht. Wir sind angekommen, da wo wir hin wollten. Wir sind in Hollywood. Und zwar mit vielen nervenzerrüttenden Umwegen, die Lou Eisler in ihrer autobiografischen Skizze eindringlich beschrieben hat. Das ist ein wunderbares Buch, die autobiografische Skizze von Lou Eisler. Eisler bekommt in L.A. eine Meisterklasse für Komposition an der University of California. Sie haben ein kleines Haus zur Miete, direkt am Strand. Und sie haben zum ersten Mal ein gebrauchtes Auto. Das ging schon damals nicht ohne in L.A. Lou erhält Fahrunterricht. Von wem? Von Stefan Brecht, dem jungen Sohn von Brecht. Von dem hat sie fahren gelernt. Das habe ich auch da erst erfahren in ihrer Autobiografie. Das fand ich sehr hübsch. Eisler findet ein gutes Unterkommen in der Filmindustrie, Brecht leider nicht. Eisler und der Regisseur Fritz Lang, den kennen wir, Metropolis, M, der Mörder und was auch immer in Deutschland, sie gewinnen ihn nur ein einziges Mal für ein Drehbuch für den Film Hangmen Also Die, also auch Henker sterben. Das ist der Widerstand in Prag und das Attentat auf den SS-Führer Heydrich gewesen. Film und Musik wurden Oscar nominiert und bekamen 1946 den großen Preis der Biennale in Venedig. Auch das steht bis jetzt in keiner Biografie. Ja? Mhm. Hören wir jetzt den Main Title zu diesem Film, deutlich mehr an den verbreiteten Hollywood-Hörgewohnheiten orientiert, als man das kennt von Eisler. Aber sie auch immer wieder in Frage stellend und an die musikalische Intelligenz und die Neugierde appellierend. Hören wir Hangman Also Die, Main Title. Also wenn man das so hört, fällt es schwer an Eisler zu denken. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ja. Also das heißt, es ist auf der einen Seite etwas, was durchaus dann den Filmmusikgewohnheiten entspricht, aber dann wieder viele Partien hat, die absolut dem nicht entsprechen, die ihm sogar entgegenstehen. Ich möchte vergleichend einen der expliziten Experimentalfilme von Eisler aus der New Yorker Zeit einschieben. Die Kammersinfonie, Opus 69, war wie so vieles bei Eisler zugleich eine Musik, die man autonom aufführen konnte. Und sie war eben gleichzeitig eine heteronome, eine funktionale Musik, die auf die Schnitte, die Gesten, die Emotionen des Bildes reagierte. Also diese Musik erfüllt beide Funktionen, Autonomie und Heteronomie. Und das war Vorbild für viele Komponierende der jüngeren amerikanischen Generation. Also das heißt, die Musik ist nicht nur Untermalung und Soße, sondern selbstständig. So, dieser Film White Flood, Weiße Flut, ein heute wieder sehr aktueller, symbolbeladener Dokumentarfilm von Nainel Berman und Osgood Field über evolutionäre Naturgewalt und die Gewalt, die vom Menschen der Natur zugefügt wird. Er nutzt die Zwölftontechnik, aber mindestens so wichtig ist die Klanglichkeit, indem beispielsweise der erste Synthesizer der Musikgeschichte, das Novachord, eingesetzt wird, zusammen mit einem elektrischen Klavier mit zahlreichen Schlaginstrumenten und einem kleinen Orchester. Was hören wir musikalisch dargestellt? Bodenerosion, Klimazerrüttung durch Raubbau an der Landwirtschaft, zusammenbrechende riesige Eisflächen in der Arktis. Sehr aktuell. Es ist unglaublich. Ja? Und zusammen mit diesem Soundpanorama sind wir wirklich konfrontiert mit einem sehr eindrucksvollen und aufrüttelnden Klangbild. Bitte daran denken, das entstand 50 Jahre vor den heute leicht zu habenden digitalen Klangmöglichkeiten. Und die sind ja in der Regel weniger strukturiert und sind eher bloße Effekte. Richard Wagner nannte das Wirkung ohne Ursache, wenn man nur Effekte komponiert. Ein sehr schöner Ausdruck, Wirkung ohne Ursache. Jetzt hören wir den Anfang der Kammersinfonie von Eisler. Aus Zeitgründen breche ich dann immer ab. Ja. Also man merkt, es ist autonome Musik, man kann sie so hören,
Und man kann sich trotzdem imaginieren, was da vor sich geht. So, jetzt zitiere ich mal Karl Kraus, der hat gesagt, warum sachlich argumentieren, wenn es auch persönlich geht? Und jetzt folgt eine Playlist von bunt durcheinandergewürfelten europäischen LA-Anwohnern, die miteinander in Kontakt waren. Und wann immer die Filmindustrie im Spiel ist, mache ich ein Gaumenknacken. Ja? Also jetzt wild durcheinander. Thomas Mann, Teile seiner großen Familie. Greta Garbo. Eislers Wiener Lehrer Arnold Schönberg mit seiner ebenfalls großen Familie. Charles Laughton, der Schauspieler. Peter Lorre, der deutsche Schauspieler. Bertolt Brecht und Helene Weigel. Theodor W. Adorno, der Pianist Eduard Steuermann, der Violinist Rudolf Kohlisch, Schachpartner von Eisler, der sehr junge Georg Kreisler, der Kabarettist. Er war US-Bürger geworden und wurde deswegen Soldat, übrigens auch einige der Exilantensöhne, wie Brechts Sohn und Bartoks Sohn und so weiter. Hans Eisler und seine Frau, die Essayistin und Schriftstellerin Lou Eisler-Fischer, Lebens- und Arbeitsgefährtin der gesamten Exilzeit. Charlie Chaplin, er und seine junge Frau Ona samt Kindern sind lebenslang mit Lou und Hans befreundet, noch im Schweizer Exil. Joseph Losey, der Regisseur. Leon Feuchtwanger, der Schriftsteller, dessen Villa Aurora in Pacific Palisades ein wichtiger Treffpunkt der Exilanten war und heute von der Bundesrepublik vorrangig für den Kulturaustausch zwischen USA und Deutschland genutzt wird. Marlene Dietrich, man kannte sich. Friedrich Holländer, Heinrich Mann, Alma Mahler Gropius Werfel, Franz Werfel, Paul Dessau, Salka und Berthold Viertel, Erich Wolfgang Korngold, Ingrid Bergmann, Viktor Trivas, zu dessen Antikriegsfilm Niemandsland Eisler schon 1931 die Musik geschrieben hatte, Joris Ivens, holländischer Dokumentarfilmer, Fritz Lang, Jean Renoir, Sohn des Malers, Filmregisseur, mit Eisler schon Mitte der 30er Jahre in Frankreich kooperierend, Max Ophüls, Max Reinhardt und so weiter und so weiter und so weiter. Ja, also es ist eine unglaubliche Kolonie von erstrangigen europäischen, auch Filmkünstlern, die da gewesen sind. Man traf sich, tauschte Gedanken aus, man schloss langjährige Freundschaften, man plante und realisierte nicht nur künstlerische Kooperationen, sondern auch Kampagnen gegen die unselige Hitlerei. Zum Beispiel Thomas Manns Radiovorträge für Deutschland, ja, die dann auch eben gesendet wurden. Man eifersüchtelte. Man intrigierte sogar gegeneinander, also eine ganz normale Gesellschaft. Aber sie war einig im Kampf gegen den deutschen Faschismus. Was erwartete diese staunenswerte Versammlung europäischer Kunst und Wissenschaft an diesem bis heute ja so exquisiten Ort, Hollywood? Da zitiere ich immer wieder gern aus Hans Eislers Gesprächen mit Hans Bunge, die er am Ende seines Lebens führte. Es ist ein wunderbares Panorama der Verhältnisse, die da entworfen wird. Eisler sagt, in diesem trübsinnigen, ewigen Frühling in Hollywood, sagte ich zu Brecht, kurze Zeit, nachdem wir uns wieder zusammengefunden hatten in Amerika, das ist der klassische Ort, wo man Elegien schreiben muss. Es gibt doch die römischen Elegien von Goethe, die eines meiner Lieblingswerke sind und die Brecht auch sehr bewundert hat. Ich sagte, wir müssen da auch irgendwas schaffen. Man ist nicht ungestraft in Hollywood. Das muss man einfach beschreiben. Das war diese entsetzliche Idylle der Landschaft, die sich mehr dem Gehirn der Bodenspekulation entsprungen ist, weil die Landschaft ja von sich aus überhaupt nichts hergibt. Würde man dort 3 Tage das Wasser einstellen, dann würden die Schakale wieder auftauchen und der Sand der Wüste. Das Ganze ist ein groß angelegter Grundstücksschwindel, der sich ungeheuer bezahlt gemacht hat. Also, in dieser seltsamen, getünchten Idylle muss man sich auch knapp ausdrücken. Man leidet ja auch ungeheuer an diesem ozeanischen Klima, an einer fehlenden Konzentration. Brecht beklagte sich auch gesundheitlich. Es wäre ihm alles zu lau und zu milde und es gäbe keinen Unterschied zwischen den Jahreszeiten und diese ewige Blumenblüherei wäre überhaupt zum Kotzen. Kurz und gut, er war bitterlich. Er war ganz verbittert darüber. Und das führte eben auch zu diesem ganz knappen und konzisen Stil als Gegengift. Da darf man sich auf keinen Fall gehen lassen, wenn die Luft so milde ist, meinte Brecht. Zurückblickend halte ich das für eine sehr seltsame und gelungene Arbeit, vor allem diese Elegien. Und es ist erstaunlich,
wie in 4 Zeilen eine ganze Sache aufgerissen wird. Soweit Eisler. In seinen Filmmusiken, in den Kammermusik- und Klavierwerken, seinem Hollywood-Liederbuch, besonders darin diesen satirisch ernsten Hollywood-Elegien, reflektierte Eisler alle dort empfangenen Eindrücke und Widersprüche und auch die Hoffnungen. Brecht und Eisler als Teil des progressiven Hollywood kamen auf die schwarze Liste von etwa 100 Personen und wurden wie 77 andere vor das Komitee für unamerikanische Umtriebe zitiert. Das erste Lied eröffnet sogleich satirisch den Blick auf den Status der künstlerischen Dienstleistungen in Hollywood. Hier exemplarisch Eisler und Brecht. Ich lese den Text vor und dann hören wir es. Unter den grünen Pfefferbäumen gehen die Musiker auf den Strich. Zwei und zwei mit den Schreibern. Bach hat ein Strichquartett im Täschchen. Dante schwenkt den dürren Hintern. Das hören wir jetzt. Wenn man sich mit dem Stück näher analytisch beschäftigt, merkt man, das ist eine Paraphrase von Bachs H-Moll-Fuge aus dem ersten Band des Voltigbrigen Klaviers. Und zwar werden die Töne zitiert und H-Moll ist auch da, wenn auch verfremdet. Und die Tonfolge B-A-C-H kommt auf das Stichwort des Namens Bach. Ja. Also das ist alles da und man kann es analytisch zeigen. Nächstes Stück, die Stadt. Die Stadt ist nach den Engeln genannt. Los Angeles, ja, Los Angeles. Die Stadt ist nach den Engeln genannt. Und man begegnet allenthalben Engeln. Sie riechen nach Öl und tragen goldene Pessare. Und mit blauen Ringen um die Augen füttern sie allmorgenlich die Schreiber in ihren Schwimmpfühlen. Schwimmpfühle, Swimmingpool, nicht? Die teuer parfümierten Engel an den ebenso teuer parfümierten Schwimmpfühlen, klingt doch viel schöner als Swimmingpool, ne? Ein Schwimmpool. Sie füttern ihre Autorenenten und bekommen ebenso parfümierte Schmuseharmonien aus dem Normalrepertoire Hollywoods. Leider ohne den gewohnten orchestralen, süß klebrigen Hollywood-Sound. Jetzt hören wir mal, wie Eisler den Hollywood-Sound auf dem Klavier parodiert. Etwas, was gar nicht zum Stück gehört hat. Ein tiefer Ton und ein Triller, der ins Nichts geht. Noch ein kleiner Text aus diesen Hollywood-Elegien. Diese Stadt hat mich belehrt, Paradies und Hölle können eine Stadt sein. Für die Mittellosen ist das Paradies die Hölle. Jetzt noch aus der Zusammenarbeit mit verschiedenen Regisseuren Beispielen von Eislers anderen amerikanischen Filmmusikgenres. Er hat ja auch Piratenfilme unter Musik gesetzt, um Geld zu verdienen. Auch das ist möglich gewesen. Jetzt aber hier habe ich die Dinge ausgesucht, die vorbildlich wurden außerhalb des kommerziellen Mainstreams. Alban Berg hatte seinem Lehrer Schönberg 1924 zum 50. Geburtstag sein Kammerkonzert gewidmet. Anton Webern widmete ihm 1934 zum 60. Geburtstag das Konzert Opus 24. Und seinen vorübergehend abtrünnigen dritten Hauptschüler Hans Eisler sah er ausgerechnet im Hollywood-Exil wieder. Und der widmete ihm 1944 zum 70. Geburtstag die kammermusikalische Version der experimentellen Partitur zum Film Regen von Joris Ivens. Er nannte diese Komposition 14 Arten, den Regen zu beschreiben. Das ist ein Film gewesen, der nur Regeneinstellungen in Amsterdam zeigt. Und diese Regeneinstellungen haben alle eine überdokumentarische symbolische Wirkung. Ja? Die verschiedenen Arten des Regens als Einstellungen zu menschlichem Verhalten zueinander und auch zu reagieren auf äußeren Einflüssen. Und was schreibt Eisler dazu? Das ist jetzt ein Text, der von den späteren, auch seinen Schülern in Hollywood, sehr wichtig gewesen ist. Aufgabe war es, das avancierteste Material und die ihm entsprechende sehr komplexe Kompositionstechnik am Film zu erproben. Der Regenfilm ermutigte ebenso durch seinen Experimentalcharakter wie durch den bei aller sachlichen Haltung lyrischen Ausdruck vieler Details,
zu einem solchen Versuch. Zugleich wurden alle erdenklichen musikdramaturgischen Lösungstypen eingesetzt. Vom simpelsten Naturalismus, also man hört dann die Regentropfen, ja, und der synchronen Detailmalerei, bis zu den äußersten Kontrastwirkungen, in denen die Musik eher über das Bild reflektiert, als ihm folgt. Das Ganze besteht aus 14 teils lose aneinandergereihten, teils konstruktiv verbundenen Stücken. Am Beginn und am Ende steht ein kadenzähnliches Monogramm. Eine solche Zielsetzung war beispielgebend für einige der später noch vorgestellten Filmmusiken der jüngeren Generation in den USA. In den Bunge-Gesprächen wird resümiert, Regen steht als Zeichen für Trauer. So war gewissermaßen 14 Arten, den Regen zu beschreiben, auch die 14 Arten mit Anstand traurig zu sein im Exil. Auch das gehört zur Kunst. Ich will nicht sagen, dass es das Zentralthema des 20. Jahrhunderts ist, sagen wir die Anatomie der Trauer oder die Anatomie der Melancholie. Hören wir das einleitende Anagramm. Und das sind die Töne AS, ganz wichtig. Und AS sind die Anfangsbuchstaben von Arnold Schönberg. Ja, man hört das AS in der Violine als melodische Töne und man hört als ersten Akkord A-Dur und als letzten Akkord S-Dur. Ja, es wird also eingerahmt und so weiter. Und auch die 12-Tonreihe hat diese Namensbuchstaben AD und dann SCHBEG und so weiter. Ja, also die Namen von Arnold Schönberg sind in der 12-Tonreihe auch mit drin. Ja, so. Jetzt hören wir den Anfang von 14 Arten den Regen zu beschreiben, Nummer 1 und 2. Wenn man es sieht und hört, kommt einem das völlig natürlich vor. Ja? Wenn man es so hört, ist es merkwürdig, dass plötzlich so eine spitze Flötenstimme in den lyrischen Ton hineinfährt. Ja? Auch Charlie Chaplin, Joseph Losey, der mit Eisler bei mehreren Filmen kooperierte, waren betroffen von dem sich zuspitzenden, heißer werdenden Kalten Krieg. Bitte nicht vergessen, der Kalte Krieg beginnt 46, 47 schon. Und deswegen auch in Hollywood dann eben diese Verfahren gegen die 77 Hollywood-Leute. Ja, es wurden viele ausgewiesen aus den USA. Die Hollywood Ten, das waren Drehbuchautoren, Regisseure, Produzenten, bekamen sogar Gefängnisstrafen. Sie mussten das Land verlassen und später wurde auch Stanley Kubrick, den wir wahrscheinlich alle kennen aus 2001 und anderen Filmen, oder Spartacus, er wurde dann gegangen. Ja? Chaplin musste auch gehen, das wissen Sie. Ein leitender Verfolger war der spätere Präsident Richard Nixon. Und einer der eifrigsten Denunzianten war ein drittrangiger Schauspieler namens Ronald Reagan. Und der spielte später seine größte Rolle, nämlich als USA-Präsident. Aber das konnte er. Ja. Hören wir Ausschnitte aus Eislers Statement vor dem Un-American Committee. Und zwar in einer ganz merkwürdigen Version. Der Berliner Komponist Peter Ablinger hat dieses Statement von Eisler jetzt musikalisch in Klaviertöne umgesetzt. Wir hören den Originalton Eisler etwas fragmentiert, mit Klavierumsetzung, mit Tonhöhen, die ähnlich sind, Klangfarben, Artikulation, Gesten der Sprache und die sind quasi verdoppelnd in die Klavierfiguration transferiert und transformiert und haben nur partiell kontrapunktische, kommentierende Funktionen. Also ein Versuch, die Sprache direkt in Klavier umzusetzen. Bitte Nummer 7. So geht's weiter. Also ein wirklich sehr experimenteller Versuch, neue Musik, wie man sie als sozusagen als Zerrbild fast kennt, ja, dann eben genau projiziert auf diese Sprache mit den Tonhöhen der Artikulation und so weiter. Ja. Es gibt einen Film, den Sie unbedingt auf YouTube ansehen sollen. Der ist von Joseph Losey. Der heißt Pete Rolium and His Cousins. Also Pete Rolium. Es ist ausgerechnet ein Werbefilm für die amerikanische Ölindustrie, primär finanziert durch Standard Oil. Ein experimenteller Puppen- und Zeichentrickfilm, der aber intelligent und sogar ironisch und komisch informiert, ohne superlativische Hymnen anzustimmen auf die Ölindustrie. Leider wird Eislers Musik in den Schlusssequenzen durch den Standard-Swing-Jazz abgelöst. Da hat wahrscheinlich der Standard Oil gesagt, das geht nicht so mit dem Eisler zu Ende. Da muss was anderes hin als Schluss. Das ist traurig, aber okay, wenn man es weiß, man gewöhnt sich dran.
Jetzt hören wir mal aus Pete Aurelium einen Kommentar einer der Figuren, einer der Puppenfiguren. Ja? Und der Titel dieses Stückes ist Considering Everything. Ja? Wenn man über alles so mal nachdenkt. Gucken wir mal. Hm? Hören wir mal, wie das klingt. Ja, man hört, da ist der Weil-Einfluss auch ganz stark bei Eisler, nicht wahr? Die haben sich halt in New York wiedergesehen. Der hat das in New York geschrieben und Weil war auch da und hat dann seine ersten Erfolge am Broadway auch gehabt in der Zeit. Von Losey ist auch der Film A Child Went Forth. Es ist ein Film über ein Kinder-Summer-Camp in den USA, ja, über Kinder und ihr Verhalten zueinander. Und er verwendet nur amerikanische, originale Kinderlieder in dieser Filmmusik. Auch das ist etwas, was damals sehr experimentell gewesen ist. Also nicht einfach nur, ich bin der Komponist und mache das, was ich will, sondern ich benutze das Material, was da auch zu sehen ist, die Kinderlieder. Eisler komponierte für Charlie Chaplin Musik zum Stummfilm Zirkus. Kennt denn jemand? Wahrscheinlich nicht. Das ist einer der komischsten Filme, die jemals gedreht wurden. Ja, kann ich dringend empfehlen. Die Partitur dieses weiteren Septetts, auch das ist ein Septett, nicht nur A Child Went Forth, das nach den Verhören vor dem Un-American Committee und der Ausweisung gar nicht mehr seine Funktion erfüllen durfte, erschien dann erst in der DDR. Also Eisler hat die Filmmusik für Chaplin fertig geschrieben und dann war er ausgewiesen und die Filmmusik durfte nicht mehr verwendet werden. Und dann hat Chaplin selbst die Filmmusik geschrieben dafür. Aber wie, werden wir gleich hören. Ja? Chaplin war ein begeisterter Hobbymusiker. Er fand schöne Melodien, er konnte ein bisschen Klavier spielen, spielte auch ein bisschen Cello. Ja? Und er ließ sich von seinem Freund Hans beraten, der diese Ideen aufschrieb und in brauchbare Ordnungen brachte. Und jetzt kommt der junge Georg Kreisler ins Spiel. Der war ja auch in Hollywood. Man verabredete eine praktikable Form der Arbeitsteilung. Charlie spielte und sang Georg seine Ideen und Melodien vor. Es ging jetzt um den satirischen Film Monsieur Verdun, der Frauenmörder von Paris. Kreisler schrieb das ordnend auf und brachte es zu Eisler, der die Fragmente vervollständigte und in Partiturskizzen, in Particelle verwandelte. Und die wurden dann von weiteren Fachleuten in große Partituren und aufführbare Noten umgesetzt. Eine solche Arbeitsteilung ist heute noch in Hollywood völlig selbstverständlich. Also, wenn Sie irgendeinen der großen Filmkomponisten von Hollywood von heute, Name irgendeiner? Zimmer. Ich habe es nicht verstanden. Hans Zimmer. Genau, Hans Zimmer beispielsweise. Und noch jemand? Wer räumt den am meisten ab? Es ist egal. Auf jeden Fall, das Entscheidende ist, dass diese Arbeitsteilung selbstverständlich da ist. Das heißt, die meisten dieser Komponisten können nicht wirklich komponieren. Sie haben schöne Ideen, drücken die zurzeit eben in ihre Laptops ein und die werden dann mit 5 oder 6 Stationen dann eben weiter bearbeitet, so dass Filmmusik draus wird. Ja. Das ist eine ganz wichtige Sache. Und das war damals eben bei Chaplin ganz genauso. Ja. So, eine solche Arbeitsteilung ist noch heute eben normal mit anderen Mitteln. Und es gibt eine wunderschöne Anekdote, die Eisler in den Gesprächen mit Nathan Notowitz erzählt. Dieser Film, Monsieur Verdun, hatte sein Preview vor den finanzierenden Hollywood-Granden. Das ist ja üblich, ja. Ein Film wird gezeigt und dann sprechen die drüber, machen wir es oder machen wir es nicht, diesen Film. Und dann gibt es die Szene, in der am Black Friday 1929 die ruinierten Banker und Broker reihenweise aus den Fenstern springen. Und da war eisiges Schweigen im Auditorium. Nur aus 2 auseinanderliegenden Ecken ertönte Lachen. Und das waren Brecht und Eisler, was Charlie sehr erfreute. Also eisiges Schweigen und 2 Leute lachten. Das ist auch wirklich einfach wahnsinnig komisch. Ja? Also das heißt, Nachricht vom Schwarzen Freitag, es ist alles kaputt und dann springen sie aus den Fenstern. Und es ist auch so inszeniert, es ist einfach nur komisch. Es ist gemein, aber so ist nun mal Satire. Ja? So, Georg Kreisler. Der amerikanische Staatsbürger erwog nach dem Krieg ernsthaft nach Wien zurückzukehren und wieder Österreicher zu werden.
Wie sehr aber Wien in den 50er Jahren noch Nazi-verseucht war, wie sehr er als US-Exilant, als Jude, als Intellektueller und Satiriker verhasst war, eine Mischung, die auch für Eisler den Gedanken an eine Rückkehr nach Wien völlig unterdrückte, das ließ ihn seine nicht-arischen Arien schreiben. Also Eisler hat dann nicht-arische Arien geschrieben für die Wiener. Und unter ihnen, kennen Sie das Stück? Wie schön wäre Wien ohne Wiener. Ein kleiner, netter, langsamer Walzer. Wie schön wäre Wien ohne Wiener. Ja. Wunderbar. Gut. Jetzt komme ich zu den amerikanischen Komponisten. Einige Namen und Filme von US-amerikanischen Filmschaffenden, bei denen Brecht-eislerische Prinzipien zu sehen und zu hören sind. Beeinflusst worden sind zumindest einige der ihr Metier kritisch reflektierend betreibende Regisseure und Komponisten nicht nur durch Eislers kompositorische Maßnahmen, sondern eben auch durch die Untersuchung Komposition für den Film. Und diese Untersuchung ist zunächst nur auf Englisch erschienen und nur unter Eislers Namen. Adorno wollte sozusagen nicht mit in diese Trubel mit dem Un-American Committee hineingezogen werden. Ja. So, und typisch ist, unter diesen Schülern waren keine Schülerinnen dabei. Frauen gab es in Hollywood nicht als Filmkomponistinnen, oder? Gut, es werden durch Trennung von Material und Verfahrensweisen auch polystilistische Ansätze, wie bei Stravinsky und Charles Ives selbstverständlich, die es bei Eisler selbstverständlich auch gibt. Wie wir gerade gehört haben, selbstverständlich konnte er den Tonfall von Kurt Weill nachahmen, ja? Und er konnte Kinderlieder wunderbar verarbeiten. All das ist möglich. Und das ist auch eine Forderung in Komposition für den Film, dass ein Filmkomponist alle stilistischen Genres beherrschen muss, um Auswahl treffen zu können. Ja? Er darf nicht einseitig sein. Was heißt das jetzt? Musikalisches Material darf und soll sogar einfach sein und unmittelbar wiedererkennbar. Das ist eine Voraussetzung für Verständlichkeit. Ein einfaches Material. Kleine Motive, die man nachsingen kann beispielsweise. Wie aber damit dann verfahren wird und verfremdend verfahren wird, das ist ganz den innovativen Prinzipien der jeweiligen Gegenwart verpflichtet. Also die Trennung von Material und Verfahrensweisen ist wohl die wichtigste Forderung in dem Buch Komposition für den Film. Ja? Man darf so einfach sein, wie es überhaupt nur geht. Das wäre beispielsweise ein totaler Verstoß gegen die Prinzipien des Lehrers Arnold Schönberg. Bei dem ist es so, dass von Anfang an Komplexität da sein muss, schon in der Erfindung von einzelnen Gestalten. Und das ist bei Stravinsky nicht so. Ja? Viele von Ihnen, von euch kennen Le Sacre du Printemps. Ja? Das Hauptmotiv ist bom, bom, bim, bom, 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 bim, bom. Schönberg hätte sich die Zunge abgebissen, ehe er sowas komponiert hätte. Ja? Aber aus diesen drei Tönen werden unendliche reiche Dinge entfaltet. Ja? Das ist der Unterschied auch eben in der Denkweise, in der musikalischen Denkweise. Einfachheit ist nicht verpönt, sondern es gehört zum Leben, um es mal so zu sagen. Ja. Diese Komponisten, auch die Schüler von Eisler, sind alle solide, klassisch ausgebildete Komponisten. Dass aber wirklich keine Frauen dabei sind, ist in der Filmbranche fast bis in die Gegenwart selbstverständlich. Eine Ausnahme hat es gegeben, Germaine Taillefer von der französischen Gruppe des Six. Sie floh beim deutschen Überfall auf Frankreich auch in die USA. Und sie war lange Zeit die erfolglose einzige Komponistin. Man hat es versucht mit ihr und dann haben sie gesagt, nee, machen wir nicht. Gut, es ist heute anders. Ja, da muss ich noch ganz persönlich eine Geschichte erzählen. Bei mir haben auch zwei Frauen studiert und abgeschlossen, die eben erfolgreiche Filmkomponistinnen geworden sind. Ja. Und unter anderem hat eine von denen jetzt vor anderthalb Jahren die Lola bekommen für, weiß es jemand? Für welchen Film? Wie heißt denn der Film, das Remake von Berlin Alexanderplatz? Hat ihn jemand gesehen? Ja? Also das heißt, die Musik ist von einer Ex-Schülerin von mir und sie hat dafür den großen Filmpreis bekommen. Und das soll vorkommen. Ich bin sehr froh, dass es vorkommt. Ja.
So, jetzt die amerikanischen Komponisten. Ich beginne mit Bernard Herrmann. Und von ihm stammt die Musik von Citizen Kane, dem Orson Welles Film beispielsweise. Der wird ja von der Filmkritik bis heute so als der wichtigste Film aller Zeiten benannt. Was ein bisschen übertrieben ist, was sehr amerikanisch ist, aber es ist halt ein toller Film, ja, Citizen Kane. Ja. Später unter anderem auch, Sie wissen es alle, Psycho. Ja. Das ist von Bernard Herrmann. Ja, und Citizen Kane schildert und seziert den Medienmogul Randolph Hearst und auch in der Musik den unerschütterlichen Glauben an den Erfolg durch die Käuflichkeit von allem und von allen und die dadurch verdeckten Abgründe und Verzweiflungen. Bei Psycho ist bemerkenswert, dass alles, was da erklingt, von einem ganz traditionellen Streichorchester erzeugt wird. Auch das nach Elektronik klingende Flageolet-Glissando-Kreischen der Violinen in der mörderischen Duschszene. Man denkt immer, das ist elektronisch. Nein, das sind einfach Geigen, die Glissando machen. Wiek, wiek, wiek. Ja, das kennen Sie, ja. So können Geigen auch klingen. Also auch das wäre eine typische Verfremdungstechnik, dass man ein Streichorchester einsetzt, mit dem man eigentlich völlig andere Dinge verbindet und dann eben solche Klänge dann auch erfindet. Kurz nach Beginn des Films spricht die Musik zu den Bildern einer eigentlich ganz normalen Autofahrt von der Unruhe und der Angst der Protagonistin. Die Musik macht die panische Furcht vor einer vermuteten kommenden Katastrophe deutlich. Und das ist musikalischer Kontrapunkt aller Eisler. Also eine relativ harmlose Autofahrt, die eigentlich überhaupt nichts Bedrohliches hat, wird dann eben ein Zeichen für die psychische Situation der Frau, die da sitzt. Hören wir Nummer 9 bitte, Bernard Herrmann. Man kann sich gut vorstellen. Ja. Jetzt kommt Leonard Bernstein, der Eisler eben schon sehr lange gekannt hat, schon seit 1935. Leonard Bernstein setzte sich wie Thomas Mann, Albert Einstein, Pablo Picasso und viele andere zusammen mit den berühmtesten Komponistenkollegen wie Aaron Copland, Igor Stravinsky und Roger Sessions gegen die Ausweisung Eislers ein. Das war eine internationale Kampagne von den berühmtesten Künstlern überhaupt. Bernstein organisierte das Abschiedskonzert für Eisler in New York. Jetzt hören wir einen Ausschnitt, der aus der Filmversion seiner West Side Story ist, der wohl bis heute seine bekannteste Komposition. Regie Robert Wise und Jerome Robbins. Bei Bernstein ist das verfremdende Auseinandersetzung von jazznahem Material und von Verfahrensweisen der neuen Musik, vielleicht brauche ich jetzt noch ein Wasser, sowohl Stravinskys Kubismus als auch Brecht Eislers Prinzipien mit Asymmetrien und zahlreichen Taktwechseln. Ja. Es entsteht das spannende Paradoxon einer artifiziellen Popularität. Und wir hören die charakteristische New York-Mischung aus Blues-geprägten Jazz und karibischem Latin-Jazz. Und das wird alles durch europäischen Kontrapunkt eingefärbt. Den Prolog zu West Side Story jetzt bitte, Nummer 10. Man kann sich nicht auf einen gleichmäßigen Groove einstellen, absolut nicht. Es wird immer unterbrochen und man denkt, was ist jetzt, warum das jetzt gerade? Ja? Wenn man versucht, den Takt mitzuzählen, kommt man ins Schleudern. Ja, das sind 3/8, 6/8, 7/8, immer nacheinander. Ja. Gut, natürlich gibt es jetzt auch die Stücke, wo der Groove da ist und wo es durchgeht, wo es straight durchgeht. Ja. Und das hängt ja jeweils von der dargestellten Situation im Ballett und im Film ab, was eingesetzt wird. Jetzt kommen wir zu einem nächsten Komponisten, der ist völlig unbekannt vom Namen her, aber die Musik kennen ganz viele. Der heißt Alex North. Schon mal gehört? Nein. Wahrscheinlich Bernard Herrmann auch nicht. Doch. Nein. Also, jetzt wissen Sie, Bernard Herrmann ist Psycho. Ja. Bernstein kennt jeder, Alex North kennt kaum jemand. Ja. Also er hat als erstes, sozusagen unmittelbar unter Eislers Einfluss, Musik zu Arthur Millers Tod eines Handlungsreisenden komponiert. Und da gibt es auch eine Filmversion, Regie Laszlo Benedek, 1951. Wie Eisler zeigt North den Mut zum Hollywood-untypischen kammermusikalischen Ensemble, zum kleinen Ensemble. Und hier zum Beispiel geht es um die Kinder des Handlungsreisenden, die Boys, in ihrer dargestellten Naivität. Hören wir kurz rein, Beispiel 11. Das ist eine völlig untypische Hollywood-Musik. Man würde niemals sagen, oh, das ist zu einem Hollywood-Film, die Musik. Und das ist sehr, sehr stark der Eisler-Einfluss. So klingt auch die Zirkusmusik von Eisler.
Ja. So, aber Alex North tendiert auch zum großen Spektakel. Und er hat die Musik zu Spartacus geschrieben. Also Stanley Kubricks wahnsinnig toller Film Spartacus hat die Musik von Alex North. Und das klingt ganz anders. Hören wir Beispiel 12. Ich denke, man merkt, dass von diesem Film einige Einflüsse auf Krieg der Sterne und andere Filmmusiken ausgeübt worden sind. Ja? Also das ist Alex North. Ja? Und Alex North hatte auch die Musik für 2001 Odyssee im Weltall geschrieben. Die war fertig, diese Musik. Aber Stanley Kubrick hat sie dann verworfen. Er hat ihn ausbezahlt und die Musik verworfen. Und Sie wissen wahrscheinlich, er hat dann auf existierende Musik zurückgegriffen und selbst die Filmmusik-Dramaturgie gemacht, auf diese Weise. Also beispielsweise, es fängt an, der Film mit Zarathustra von Richard Strauss, mit dem Sonnenaufgang. Dann kommt Johann Strauss, der Donauwalzer, Aram Khachaturian und ganz viel avantgardistische Musik von Ligeti. Also das heißt, die meiste Musik in diesem Film ist von Ligeti. Ja? Und zwar aus seinem Atmosphärstück, ja? Und aus dem Requiem und aus dem Lux Aeterna. Gut, dann, ich habe jetzt Schluss gemacht und ich glaube, es ist vernünftig. Ja? Wenn wir wirklich noch ein bisschen reden wollen. Perfekt in der Zeit. Wunderbar. Also, vielen Dank.